fahre gern bei Patura LKW. Die Vielseitigkeit und den Kontakt, der engen Kontakt mit den Kunden macht mir sehr viel Spaß. Und wir fahren sehr viel über Land, also man fährt nicht nur stur auf der Autobahn und so eintönig, sondern man sieht auch was von der Landschaft. Man muss natürlich den ganzen Tag hochkonzentriert sein, gerade wenn man so viele auf der Landstraße und durch Ortschaft unterwegs ist mit Blitzer und Fußgänger und Passfahrer und enge Straßen. Aber es ist aber, jeder Tag ist eine neue Herausforderung und Langeweile kommt eigentlich nie auf. Ich bin normalerweise 3 bis 4 Tage unterwegs. Es gibt auch mal kürzere Touren. Normalerweise fahre ich montags zwischen 3 und 4 Uhr weg und komme dann Donnerstagabend wieder nach Hause, fahre vielleicht am Freitag noch mal eine kurze Tour und lade dann erst montags wieder. Oder ja, wenn ich dann montags lade, komme ich vielleicht mittwochs noch mal nach Hause, bin dann Mittwochabend zu Hause und fahre dann noch mal eine kleinere Tour Donnerstag, Freitag. Also 2 bis 4 Tage Abwesenheit, je nach Tour und Anzahl der Kunden. Ja, die Zusammenarbeit im Lager ist eigentlich eher ein kumpelhaftes Verhältnis und macht auch mal ein oder andere Spaß. Und es geht eigentlich zügig. Ein LKW ist so maximal 2 Stunden beladen, auch wegen der Ladungssicherung, die aber mit unseren Spezialaufbauten eigentlich stark vereinfacht ist. Also wir haben Code XL-Zertifizierung und spezielle Stangen, damit wir nicht alles gurten müssen. Ja, unser zukünftiger Kollege sollte auf jeden Fall eine hohe Reisebereitschaft haben, sparsam LKW fahren und sparsam Umgang mit Kunden, freundliches Auftreten, pflegtes Auftreten. Natürlich sollte der neue Kollege auch den Umgang mit Gliederzügen aus dem FF beherrschen, weil es geht manchmal schon ziemlich eng zu. Feldwege, dass man abschätzen kann, komme ich da wieder raus, wenn ich da reinfahre, und vielleicht auch mal Nein zu sagen. Lieber Kunde, so funktioniert es nicht. Entweder wir müssen vielleicht länger mit dem Stapler hinfahren. Wenn das nicht möglich ist, dass wir vielleicht umladen. Also es ist immer ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Denn auf der einen Seite den Kunden nicht verärgern, aber auf der anderen Seite auch das Auto wieder heil rauszukriegen. Ja.